Meine Katze hätte gerne auch das, was die hier essen, aber ich glaube, das wird dir nicht schmecken, Philly. Gerstenbrei. Da war doch jetzt auch was mit liefern. Komm, wir schließen jetzt erstmal. Wenn wir das jetzt erstmal hier in Ruhe weiter angucken. Oh, die Töpfe sind doch irgendwann hinüber, ne? Fiddy, lass meinen Monitor in Ruhe, ne? Die Katze verfolgt ganz gespannt den Mauszeiger. Keine gute Idee. Absolut keine gute Idee. So, du wartest nur noch auf dein Gerstenessen. Kommt gleich. Gehen wir gleich hin. So, komm. Ja, Katze, auch der hat Hunger. Stell dir das mal vor. So, wunderbar. Geschirrplatz. Ach, dann könntest du das quasi hier abstellen. So. Direkt nochmal Gerstenbrei machen. Direkt nochmal hier die Würze. Das benutzen wir mal. Und dann gucken wir jetzt erstmal weiter hier gleich. Mal nur erstmal so ein bisschen auf Vorrat. Kann ich auch schon mal das Wasser einfüllen. So. Okay. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir hier noch Wasser drin? Kein Wasser drin. Lass uns da das Wasser holen. Und dann gucken wir uns gleich erstmal die Gegend ein bisschen an, würde ich sagen. Erstmal das alles nochmal sauber hier. Nee, ich habe schon wieder aus Versehen das Bier getrunken. Oh Mann. Okay. Boah, ist das behindert, wenn die Steuerung so ist. Moin Moin, hallo Rolf, grüß dich. So, gehen uns jetzt gleich erstmal hier die Gegend angucken. Aber ich habe aus Versehen schon wieder mal ein Bier zu viel getrunken hier drin. Katastrophe. Haben wir noch Teller, die wir abspülen müssen? Ja, natürlich. Okay. Muss ich aufpassen, dass ich nicht... So. So, warum kriege ich jetzt... Jetzt gucken wir mal in Ruhe. Kriege ich den dann hin? Ja, es muss zu sein. Dann können wir den da hinsetzen. Okay. Auch wenn das Fass jetzt leer ist. Da setzt das einfach nicht hin. Tö. Okay, haben wir Bier. Bier haben wir gefüllt. Jetzt müssen wir mal schauen. Oh, hier liegt schon wieder Stroh rum. Unmöglich, oder? Hier wieder so ein Apfelkich.
Willst du auf den Balkon? Ich leider nicht. Ich muss mich hier durchkämpfen. Könnte ich mal Gerstensamen kaufen und die Gießkanne, glaube ich. Ach. So, was haben wir? Geschirrwäscher, das ist alles eckiger Tisch, Truhe. Zum Lagern von Gegenständen verwendet. Weiß ich nicht. Grill, Musikbox, Weltkarte. Ach, jetzt haben wir wieder keinen Platz. Mein Gott. Können wir irgendwas verkaufen? Komm, wir verkaufen die Pfeile. Das ist mir jetzt erstmal egal mit den Pfeilen. Und das verkaufen wir auch. So, die Weltkarte nehmen wir mit rein. Okay. So, hier sind immer irgendwelche Essensquests. Ich kann das zwar annehmen, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gehen wir zu den Feldern. Schauen uns das mal an. Mal gucken, was da los ist. Da hinten ist eine Windmühle. Ich nehme lieber mal die Axt in die Hand. Finde einen dünnen, gruseligen Typen. Kann ich den hier die Gerste klauen? Okay, das geht auch nicht. Da hinten brennt ein Feuer oder so. Wir gehen mal darüber. Oder sind wir das? Ich sehe so viel gerade. Okay. Wollte gerade sagen, warum kommt hier so eine Musik? Böser Ork, böser Ork. Weiß nicht, warum hier ein Ork sein muss. Ja gut, das Kampfsystem ist bescheiden. Beutefass. Okay, das heißt, du kannst auch hier hingehen und Beute machen. Aha. Und dafür laufen dann hier Orks und keine Ahnung was rum. Was ist denn das hier? Sehr komische Pilze. Okay, wir essen selber mal ein bisschen davon. Den Pilz nehmen wir mit. So, da gibt es auch eine Map? Nee. Ist die Frage, wie finde ich dann später zurück? Die Windmühle könnte als Orientierung dienen. Hier sind irgendwelche komische Leuchtepilze. Da gehe ich mal nicht hin. Na, vielleicht sollte man nicht so weit weg vom Weg gehen, oder? Ich glaube, das kann nach hinten losgehen. Aber wen soll ich denn finden? Ist der bei mir in der Bude irgendwo oder was? Rezepte? Ja, alles gut. Finde einen dünnen, gruseligen Typ. Essenslieferung. Folgen. Aha. Da hinten müssen wir die Lieferung hinbringen. Ah, gut. Dann machen wir das doch. Dann laufen wir da mal hin.
So, dann mal schnell hier. Du bist der Kunde. Du willst dein Essen. Ah! Alter! Mama Spinne ist da. Böse Mama Spinne ist da. Okay. Okay, Quest. Da haben wir noch die. Müssen wir da hinten hin? Also außer Ortlieferungen. Was leuchtet da oben? Ist wieder irgendwas hinter mir her, ne? Möchte eigentlich... Ja, genau. Geh die Sümpfe, mein Freund. Essen gerade selber mal was. Wo ist der Kunde? Nein. Bevor du kommst, hau ich dich von hinten erstmal, mein Freund. So, wo ist der Kunde jetzt hin? Wo ich hin muss? Hä, hat sich das schon erledigt? Die Quest? Ja. Es ging Gerücht um, dass ein starker, großer Typ hinter der Taverne abhängt. Ja, wieder zurück zur Taverne, ne? Würde ich sagen, oder? Und dann schauen wir mal. Komische Motten hier. Aber die Nacht ist viel länger, wenn du hier unterwegs bist abends, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ach, meinen die echt den hier? Meinen die? Hey, to you. Hello, Scary. My mother said I'm handsome. You are. You're a very handsome scarecrow. For someone, I'm sure you're the centerpiece of this, What's that garbage dump around here? It used to be a wonderful garden. There was a whole field of magical weed growing here. It was a fun time. No doubt. What if we returned this place to its former glory? Unfortunately, this weed has been banned. Oh, the tail. No, I'm talking about the garden. Here you can grow fruits and vegetables. It's possible. Though you'll have to work hard. Clean up all this rubbish. I think I'll start with that. Well, good luck. Ja, good luck. Dankeschön. Good luck. So. Befreie den Garten von Schutt. Das wollte ich eben schon. Mit dem Besen geht das nicht. Ah, jetzt geht's mit der Axt. Eben ging's nicht. Okay, machen wir erstmal den Garten sauber hier. Ah, brauchen wir eine neue Axt. Und dann können wir ja Gerste selber anpflanzen. Around the knee. Okay. So, mein Freund, kannst du mir mal... Ja, ja, ich brauche eine Axt, mein Freund. Ja, Geld habe ich wenig jetzt, ne? Aber noch ein bisschen Gerste. Alles gut. Kann ich die auch wegmachen hier? Ne. Okay, wir machen jetzt keine Außerhauslieferung. Wir machen gleich das Ding wieder auf. Aber wir machen jetzt erstmal die Quest hier fertig. Damit wir hier halt... Jetzt darf ich Holz hacken. Genau, Holz hacken. Beziehungsweise aufräumen. Und dann dürfen wir da bestimmt was anpflanzen, vermute ich. Day to you. Ja. Hello, Scary. Hallo, Scheuche. Don't have to remind me about it every time. The job is done. Yeah. This place looks like a vegetable garden now. It's time to plant something. Do you know where I could get some seeds? Ja, Samen habe ich doch. That's illegal. Ich hatte doch noch Samen geholt. Wo sind denn die? Seeds of this magical herb. No, I don't plan to grow it. Where can I get seeds of some cereals? Well,
Okay, abwarten. Gucken wir uns an. Grows nearby. You can collect seeds from it. Thanks. I'll go look for it. You're welcome. So. Finde wilde Maissamen. Okay, zeig's mal wenigstens an. Bier und Co. brauchen wir nicht mitzunehmen. Wilde Maissamen hätten wir gern. Ja, guten Tag. Wie sehen denn wilde Maissamen aus? Wie sollen die denn aussehen? Da hinten vielleicht? Das ist okay, ein Mais. Ah, ja. Ein bisschen aus wie so verrottete irgendwas. Kann ich hier näher hacken? Nö, das ist einfach nur da. Okay. Naja, am Wegesrand nicht, aber irgendwo hier versteckt. Da hinten ist was. Oh, guck mal, hier ist auch noch so ein komischer Pilz. Ja, hier ist einer. Ja. Wildmais. Und ein Wildmais brauchen wir noch. Da vorne. So, haben wir. Das heißt, wir pflanzen als erstes Mais an. Wir machen erstmal Mais fertig. Da ist wieder irgendeine Essensbestellung, aber pff. Sei geil, die Essensbestellung hängt am schwarzen Brett. Dann hätte er doch reinkommen können, oder? Seien wir mal ehrlich. Hey there, I've got the seeds. Are those the ones? The ones. Wow, I wasn't hoping. Plant them ASAP. Can you tell me? Maybe there is some kind of technology? You plow the ground with a hoe. Plant it. Water it with a watering can. Fertilizers to your taste. You need a lot of heat and die Watering Can, die hatte ich doch. Hatte ich die Kanne nicht gekauft? Doch, eigentlich schon. Oh, I can't wait. Eigentlich hatte ich doch da. Soll ich auch erstmal Wasser normal? Ich stelle hier mal so ein paar Sachen ab. Wir sind hier so voll geladen. Wie? Komm. Habe ich keine Becher, die übrig sind? Anscheinend nicht. Das Spiel noch nie gespielt, aber ich weiß nicht, wie die habe ich gesehen. Ja, das Spiel ist auch. Der Raum eben auch frei. Das Spiel ist auch relativ neu. Von da aus wollte ich das heute mal antesten und mache dann natürlich auch ein Let's Play noch raus. Das ist auch klar. Wird dann auf den Kanal kommen. Für euch schön zusammengeschnitten. Ja, super. Ich habe zu wenig Geld. Das heißt, ich mache erstmal hier wieder auf. Sonst kommen wir nicht weiter. Alles anders. Ja, das Spiel ist eine gute Mischung. Das Spiel ist auf jeden Fall eine gute Mischung gerade. Gerste und Wasser. Wir können auch direkt nochmal hier anfangen. Wir haben ja zwei Fässer. Machen wir auf Vorrat mal was. Ja, ich komme gleich. Ist schon wieder am Klingeln hier, der Typ. Unser Eimer ist gefüllt, okay. So, da brauchen wir gleich Wasser. Das ist dran. Das ist auch dran. Wer hat hier geklingelt? Ah, kommt wieder ein Gast. Bitteschön.
Ja, wir spielen ja überwiegend hier solche Spiele, also Simulationsspiele, Fun-Simulation nenne ich das mal. Das spielen wir hier eigentlich relativ oft. Und der Kanal wird auch so aufgebaut. Es gibt noch ein paar Spiele, die sind natürlich hektischer und, ne? Aber, solange sie Spaß machen, alles gut. Genau, es muss einfach Spaß machen. So, bitteschön. Dann stellen wir hier wieder sauber. Ah, das ist doof. Wenn du wächst, musst du am besten irgendwas anderes in die Hand nehmen, weil sonst hast du nachher das Problem, dass du durchaus das Falsche hier anvisierst. So. So, sie wünschen Bier, okay. Ne, oder du darfst halt gar nichts in der Hand haben. Ich habe gerade aus Versehen eine Portion gegessen. Wie das Spiel heißt? Das Spiel heißt Ale and Tale Taverne. Steht im Titel auch. Da siehst du es dann direkt. Sie hat nämlich schon wieder was gemacht. Das ist doof. Was machen wir? Machen wir nochmal Bier? Ne, Bier essen wir nicht. Das versorgen wir erstmal die Dame hier. Bitteschön. Weil das gibt Geld. Können wir uns schon mal die Hake holen draußen, ne? Guten Tag. So, uns die Hake. Ja, die Art von Spiele kenne ich. Das macht auch Spaß. So, jetzt gehen wir mal. Hier ist extra auf die Axt gegangen. Supermarkt-Simulator macht zum Beispiel auch super Spaß. Das Spiel kriegst du für einen PC zu kaufen für 13 Euro irgendwas. Also unter 15 Euro. So, wir können jetzt Bier machen. Das ist schön. Sollten wir da genug Platz für haben? Jetzt haut der da drauf rum. Also es ist ein reines PC-Spiel. Ich glaube, es gibt im Moment noch nicht in einer anderen Form. So, das gibt doch ordentlich Geld hier. Das geht, ja. Das ist absolut okay. Da kann man nichts sagen vom... vom Preis her. So, jetzt fehlt mir aber was. So, ich will auch mal gucken, ob ich hier dieses Spinnenauge und Gesicht und was ich da verkaufen kann. Ich weiß nicht, wie lang das Spiel geht. Aber es scheint durchaus zu sein, dass du es länger spielen kannst, ja. Bei uns wird es als Let's Play kommen. Heißt, ich werde es vernünftig zusammenschneiden, damit es auch schön wird. Mal gucken. Das verkaufen wir, die brauchen wir doch nicht. Pilze verkaufen wir auch erstmal. Davon holen wir uns ein bisschen Gerste. So. Ja, er möchte auch wieder was. Bitteschön. Oh.
Raus, du bist besoffen. Raus, geh weg. Ich mag keine Besoffene bei mir in der Taverne. Das muss nicht sein. So, wir brauchen mal wieder Wasser. Dankeschön. Ja genau, zum Spülen, ne? Okay, wenn er den runtertaucht, dann aufhören, irgendwelche Knöpfe zu drücken. Dann ist das Ding quasi fertig. Dann aktivieren wir auch nicht aus Versehen irgendwas. Geste. So, was sagst du hier? Ja, die Hake nehmen wir gleich. Dann machen wir gleich das Feld da frei. Brei habe ich. Bier habe ich eigentlich auch noch genug da. Bitte schön, die Herrschaften. Ja. Bisschen orientierungslos. Wir setzen direkt mal wieder neuen Brei an. Und ist auch wieder ein Gast. Okay. Ja, setzen Sie sich. Alles gut. Bitteschön. Sie hätten gerne. Bitteschön. Wo kommen die denn alle her hier? So. Dann einmal die Gewürzmischung.